Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Days Gone. Ja, wir haben heute auch wieder viel zu tun, wenn wir nämlich auf die Map schauen. Wir haben in der letzten Folge eine Mission bekommen von hier oben, von Copeland's Camp. Wir haben noch eine Mission, die haben wir schon Ewigkeiten hier auf der Agenda, von Ada Tucker zum Cod Springs Camp, sollen wir zurückkehren, Rede mit Tuck. Und wir haben hier unten auch noch einige Missionen. Wir haben beispielsweise dieses eine Lager, dieses Hinterhaltscamp, das wir ausnehmen sollen. Das Dearborn Hinterhaltscamp ist das nämlich. Mache das Hinterhaltscamp ausfindig. Wir haben hier unten den Burley Lake, ein infiziertes Gebiet, und wir haben hier auch an Heroes Geburtstag. Deacon spürt ein Nero-Feldforschungsteam auf, also da geht es wahrscheinlich wieder weiter mit der O'Brien-Storyline, beziehungsweise mit der Sarah-Storyline. Wir haben in der letzten Folge auch gehört, irgendjemand wird hier anscheinend angegriffen von der Miliz, von der Deschutes County Miliz, von der haben wir mittlerweile schon ein bisschen was gehört, hin und wieder. Leider Gottes noch niemanden gesehen, der dieser Miliz angehört. Vielleicht ändert sich das jetzt auch wieder. Mal schauen. Ich würde fast sagen, wir werden jetzt erstmal, sollen wir vielleicht von hier drüben anfangen und dann so und nach unten hin aufräumen? Wie macht man das denn am besten? Oder hier mal rauf? Guck mal, da war man nämlich auch noch nie. Dass wir uns quasi das hier mal anschauen. Das könnten wir theoretisch auch machen. Oder wir fangen von da drüben an und fahren dann in die Richtung weiter. Könnten wir natürlich genauso machen. Ich würde fast sagen, wir holen uns mal das Hinterhaltcamp da oben. Wir holen uns mal das Hinterhaltcamp, fahren dann hier direkt durch. Können vielleicht auch der Straße hier ein bisschen folgen. Beziehungsweise den Bahngleisen folgen bis hierher, bis zur Brücke. Dann haben wir nämlich hier auch alles aufgedeckt. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wir haben natürlich wieder Nacht. Super ist das. Was liegen denn da für Viecher? Oder sind das Flieger? Ah, Ricky. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen. Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Der Lynch, man. So ein Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Deke. Mach schnell. Okay, mach schnell, wir holen uns gerade ein paar andere. Da drüben ist der also, das heißt, wir fahren dann erstmal hier hin und dann fahren wir wieder zurück und holen uns den Typen da. Ich habe das Gefühl, Iron Mike, mache Lynchman ausfindig, na herzlichen Glückwunsch, Samen für den Frühling. Ich habe das Gefühl, Iron Mike vertraut uns mittlerweile schon ein bisschen mehr als Skizzo. Ich weiß nicht, ich vertraue dem Skizzo ja überhaupt nicht. Der hat uns da in das Reaper-Gebiet geschickt, obwohl er genau gewusst hat, wir sollen dort nicht hin. Der ist mir erstens unsympathisch und zweitens habe ich das Gefühl, der ist nur auf Krieg aus und dass er den Laden übernehmen kann. Dass er quasi der Anführer hier ist vom Lost Lake Camp, dass hier nicht Iron Mike, sondern Skizzo steht. Das glaube ich, das ist das Ziel von dem Ganzen im Hintergrund, was da so läuft. Wir wissen auch nicht, wir wurden ja in der letzten Folge angegriffen da oben. Also nicht angegriffen, aber zumindest haben uns die Plünderer aufgelauert. Wir wissen auch nicht, waren die zufällig dort? Steckt da vielleicht auch Skizzo dahinter? Hat er da seine Fäden gezogen im Hintergrund und die sind deswegen hierher gekommen? Wissen wir alles nicht. Große Fragezeichen, aber wirklich Vertrauen durch dem Skizzo überhaupt nicht. Und ich denke mal, Iron Mike wird es da genauso gehen. Der hat uns ja auch in der letzten Folge nämlich selber erzählt, er weiß nicht, ob er dem Skizzo hier wirklich vertrauen kann und er weiß schon, dass Skizzo auf einen Krieg aus ist mit den Reapern. Und wenn er das weiß und wenn wir das wissen, dann sollten wir gucken, dass wir den Skizzo vielleicht erstmal den Hahn zudrehen und den vom Posten absetzen oder so, zumindest mal vorläufig. Weiß ich nicht. Ich kann das nicht entscheiden. Wenn, dann muss es Iron Mike entscheiden. Ich hoffe nur, es kommt dann nicht so weit, dass irgendwann mal hier rund um den Lost Lake überall die Reaper stehen. Das wäre fatal. So, bevor wir uns die da holen, würde ich sagen, wir holen uns jetzt erstmal ganz kurz die Bahnstrecke hier. Wenn wir schon mal da sind, jetzt fahre ich nicht nochmal zurück. Nick, hörst du mich? Ich durfte die Krankenstation verlassen, Mann. Eddie sagt, sie hat meine Heulerei lang genug ertragen müssen. Ja, klingt nach Eddie. Was macht der Arm? 50% einsatzbereit. Sorry, ohne Geigenhumor geht's nicht. Nein, aber mal im Ernst. Ich hab das Gefühl, ich spüre meine rechte Hand noch. Das nennt man wohl Phantomschmerzen. Das hat Eddie auch gesagt. Meine Fingerdecke tun mir weh. Als hätte ich den Lenker zu fest umklammert. Ich will sie beugen. Und egal, ich muss langsam los. Skizzo hat mich auf den Hof eingeteilt. Mal sehen, ob ich ja so Schmerzmittel von Eddie abbezahlen kann. Bis später. Bis später. Was kommt da jetzt gleich um die Ecke? Nein! Au!
Au, 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 au. Warte mal, ich nehme mal den hier. Alter, 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 Alter. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, wie viele EP sind das denn? 400? Eieieiei. Der Scheißbär, der zweite schon mittlerweile, der uns da auflauert. Wir haben den schon mal gesehen mit den leuchtenden, gruseligen Augen. Deacon, hörst du mich? Es gibt wieder Arbeit. Also, da ist ja viel zu tun, Lizzie. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, okay. Ich komme rum. St. John Ende. Mission nach Mission nach Mission nach Mission. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat Hofdienst. Ist er hier? Auf Iron Mikes Farm? Der Buser? Ich bin ja froh, dass es ihm wenigstens gut geht. Zumindest mal einen Lichtblick in dem Ganzen. Kehre zurück zu Iron Mikes Farm, sprich mit Ricky. Da drüben ist aber auch hin. Da haben wir ja genug zu tun. Alter Falter. Okay, jetzt gucken wir uns aber erstmal den Zug an, wenn wir schon mal hier sind. Ich vermute mal, es ist ein ausnahmsweise mal ein Zug, der keine Flieger transportiert hat. Haben wir da eigentlich ursprünglich den Schalldämpfer drauf gehabt? Nee, 100%, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wäre ja voll unnötig gewesen. Aber so wirklich viel, denke ich, finden wir hier beim Zug auch nicht. Rein können wir leider nicht in die Waggons, nur hier. Nur finden wir hier leider nichts. Aber das war schon ein mega langer Zug. Alter Falter. Und das hier sieht mir sehr, 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 sehr nach Horde aus. Treibt sich da vielleicht wieder irgendwo eine rum? Voll Schwarze. Guck mal, guck mal, guck mal. Ein richtiger Hordenplatz hier. Man sieht es an den Ästen. Ich sehe nur leider gerade keine. Vielleicht ist auch keine hier. Vielleicht ist das nur zufällig da. Der Eingang, guck mal. Aber wenn das hier der Eingang ist, dann sollten wir da ja eigentlich auch reinkommen. Benzin hätten wir da. Na, wo ist der denn? Ich hol mir alle, Freunde. Ich hol mir alle. Wir haben noch 90 Schüsse auf Lager. Kein Problem. Oh, da liegt ein Fuß drin. Guck mal. Eieieiei, da liegen überhaupt noch zwei. Und Hände liegen da auch rum. Aber das Ganze will ich erklären, dass das eine Füge gemacht hat, dass er die hier so schön Hände und Beine nebeneinander hingelegt hat. Das war doch bestimmt wieder ein Mensch, irgendein Durchgedrehter. Oh, da unten geht schon wieder ein Bär spazieren. Tschüssi. Da drehen wir gleich mal um. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo noch eine Horde, aber ich weiß nicht, wo die gerade rumtreibt. Das kann natürlich sein, dass sie gerade in der Stadt oder so unterwegs ist. Ui, zwei sogar. Okay, da sind wir wieder da, wo wir vorher waren. So, ich würde sagen, wir hauen uns mal auf unser Motorrad und zischen mal. Ich möchte nicht nochmal gegen so einen Bär kämpfen. Einer hat mir da genügt. Gucken wir mal. Da nach hinten. Wenn wir einfach mal dem Weg folgen, da kommen wir nämlich direkt durch das Gebiet durch, wo ich eh durch möchte. Wo wir es nämlich noch nicht aufgedeckt haben. Das machen wir gleich mal. Können wir uns nochmal diese zwei Öhrchen hier auch mitnehmen? Uah. So, scharfe Kurve, Achtung. Ich halte mal da gerade ein bisschen Ausschau, ob wir da vielleicht irgendwo eine Horde sehen, aber ich glaube, da ist nichts. Gut, kann vielleicht auch nur zufällig so aussehen.
Da waren wir aber auch noch nicht. Da würde ich auch gern mal looten. Ich kann mich noch an das eine Mal erinnern, als da hinten auf einmal ein Krabbler rausgekommen ist aus dem Kofferraum. Das ist eigentlich jetzt immer ein bisschen Schiss, wenn ich da in den Kofferraum rumspiele. Maximum. Können wir vielleicht irgendwas herstellen? Eine Rohrbombe können wir noch nicht herstellen. Wir haben aber eine, woher auch immer. Ja, zumindest den Lappen können wir mitnehmen. Metalldose geht leider nicht. Können wir jetzt irgendwas herstellen, wofür wir eine Metalldose brauchen? Hier würden wir die brauchen, weil wir mal keine Alarmanlage, blöderweise. Eine Annäherungsbombe würden wir auch herstellen können. Sogar zweimal. Dann können wir uns nämlich die Dose auch mitnehmen. Sehr schön. Dann stellen wir noch ein drittes Mal hier und dann war's das. Eine Alarmanlage. Wo soll man denn die herbekommen? Das ist, glaube ich, genauso was mit diesen elektrischen Kabeln. Die haben wir damals auch nie gefunden. Oh, da ist eine Alarmanlage. Wo soll man denn die herbekommen? Hier, aus dem Kofferraum. Ein Hufeisen. Attraktor. Geiles Ding. Cool, dass wir das endlich herstellen können. Haben tun wir es ja schon länger. Herstellen können wir es erst seit jetzt. Bin ich aber ziemlich froh, dass wir die herstellen können, weil ganz ehrlich, dann sind wir nicht mehr immer darauf angewiesen, dass wir irgendwo was finden, sondern können eben einfach selber sagen, so, wir holen uns jetzt eine Horde, wir machen einen Attraktor, wir machen eine Bombe und das war's dann. Und dann geht die Sache schon natürlich viel, viel einfacher vonstatten. So, ein bisschen Schrott ist auch dabei, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie sieht es eigentlich hier aus? 39%, 99%, das passt alles. Okay, da geht es weiter nach oben, genau durchs Gebiet. Das wir noch nicht kennen, das finde ich gut. Da oben sieht man auch schon, es brennt. Also wir sind da genau richtig. Huch. Ich traue mich jetzt hier schon viel, viel öfter einfach so rumzuschießen als früher. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt so viel Munition dabei haben. Und wo sind wir denn hier auf einmal? Das ist definitiv noch nicht das Camp. Das kommt erst da hinten. Molotow geht leider keiner mehr. Santiam Industries. Müssen wir hier vielleicht mal herkommen? Wegen dem TNT? Kann das sein? Ich glaube fast ja. Na gut, dann klären wir das Ganze jetzt schon mal, würde ich sagen. Dann sparen wir uns nämlich nachher das Durchsuchen von dem Ganzen hier. Tja. Na, es ist ein Standardding, okay. Ich glaube, wir müssen hier nachher nochmal hin, um das TNT zu holen. Aber gemeinsam mit Iron Mike dann vermutlich. Kann man es vielleicht hier irgendwas herstellen? Konzentrationscocktail. Ja, das sieht gut aus. Medikit kann man es auch herstellen, beziehungsweise einen stinknormalen Verband. Aber das war's dann auch. Dann können wir uns nämlich das Fläschchen da auch mitnehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, diese Horde da am Sägeberg vor ein paar Folgen, die hat uns doch schon wirklich mitgenommen. Da haben wir kaum noch was auf Lager. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da konnten wir überhaupt nichts mitnehmen, weil wir alles auf Lager hatten und nichts mehr herstellen konnten. Jetzt sieht es genau anders aus. Jetzt bin ich froh, wenn wir irgendwas finden. Huch. Hey. Das war's für dich. So, na, machen wir halt ein bisschen wieder mit dem Nahkampfschaden. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlecht. Können dann auch rumschießen, das wäre auch eine Möglichkeit. Oh. Düschen und Schießpulver, sehr schön. Uiuiuiui, das sieht mir aber auch aus, wie wenn da irgendwas wäre, was wir hochjagen könnten. Oder generell eine ganze Horde. Na, wen sehen die denn da? Da kommen wir auch nicht rein. Das sieht mir schon sehr nach Horde aus. Oder zumindest nach Schlafplatz. Kommen wir nach oben? Auch nicht.
Man sieht da drin noch Leichen, zu denen wir leider nicht hinkommen. Ah, der lebt ja noch. Mach das Hinterhaltcamp ausfindig. Jo. Hui. Naja, da gibt's auf jeden Fall was. Da gibt's auf jeden Fall was, wir versuchen können. Wir kommen nur leider nicht rein. Lucky Lad Cinnabar Mine. Mhm. Cinnabar, Zinnober. Kommt hin. Definitiv. Guter Treffer. Wir sind hier schon richtig, nur leider nicht mit dem richtigen Mann. Iron Mike fehlt uns, dann würden wir da wahrscheinlich reinkommen. Die Goldrauschminen von den Hinweistafeln. Mal wieder was entdeckt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir gucken mal. Sammelobjekte bei den Hinweistafeln. Wo sind wir denn da? Hinweistafeln. Gesetzlosen Denkmal, das wird dann wohl das hier sein. Nummer 42, kurz vor Schluss schon. Diese Hinweistafel steht bei der Lucky Lad Mine im Lost Lake Tal. Die Lucky Lad Mine wurde erstmal 1904 erschlossen, um während des Goldrauschs von Oregon Gold aus dem Berg abzubauen. Nach einem Artikel in der Farewell Tribune und Berichten von Goldfunden in dem Gebiet baute J.R. Black, ein örtlicher Geschäftsmann, die Mine und hegte große Hoffnungen, auf Gold zu stoßen. Bedauerlicherweise waren das wenige Gold und Silber, das er und seine Männer fanden, beinahe wertlos. Die Mine, ebenso wie der Goldrausch von Farewell, gehörte somit schon bald der Vergangenheit an. Später wurde die Mine von Santium Industries gekauft, um Zinnober anzubauen. Da haben wir es schon. Und da werden wir bestimmt auch fündig, wenn wir ein bisschen Sprengstoff suchen. Was ist denn da oben los? Hört sich an, wenn der Mensch schreit. Ich würde übrigens gerne nochmal mit dem LKW, wollte ich schon sagen, mit unserem Gefährt hier weiterfahren. Weil das doch noch ein bisschen weit ist. Oder sollen wir uns die einfach so holen? Könnte man theoretisch auch mal machen. Na, probieren wir es halt mal. Jetzt hört die das wieder. Ist halt mal wieder ein bisschen Zielen üben, habe ich das Gefühl. Ja gut, dann holen wir uns die halt mal. Keep out. Fuck off. And die. Ja, schauen wir mal. Ich setze mal einen Schalldämpfer drauf. Sicher ist sicher. Wie viele sind das denn hier? Jeden einzelnen dieser verfluchten Mörder. 15. Na, das ist ja schon eine ganze Sammlung hier. Na, herzlichen Glückwunsch. You're dead, du bist tot. Da oben hängt eine Leiche ineinander. Der eine hängt starr nach unten und der andere bewegt sich. Da hinten ist auch jemand. This is our camp. Ja, bald nicht mehr. So, was ist gut, wenn 15 Leute noch im Camp sind? Erstmal plündern. Was sollen sich denn da 15 Leute rumtreiben? Da oben hätten wir einen. Da hätten wir die nächsten zwei. Da war jemand. Hey, siehst du jemand? Was? Ich sehe hier niemanden. Irgendwer fährt da gerade mit dem Motorrad spazieren. Ich weiß nicht, ob die da raufkommen. Guck mal, so richtig westernmäßig, da fetzt der Heuballen durchs Gebiet durch. Ja, aber das scheint die wenig zu interessieren. Anscheinend können die doch zusammen. Wie viele seid ihr noch, hä? Noch ganz schön viele. 14 andere.
Ich würde gern die da auch holen. Und dann würde ich mir gern die da auch holen. Da war jemand. Ja, da ist jemand. Guck mal, hast du recht gehabt vorher. Hui, 100 XP gleich für die. Das ist aber nett. So, da haben wir halt mal den nächsten. Zwei sogar nebeneinander. Es ist schwierig. Da sind echt noch viele. Da steht der nächste übrigens. War das ein Stein? Yep. Und schon wieder die Patrouille. Ich frage mich gerade, ist das vielleicht auch einer von denen? Ist das vielleicht Nummer 15? Weil angreifen tun die den ja nicht. Ui, da kommen wir gar nicht rein. Scheiße. Was hat denn der vor? Der geht auf Entdeckungsjagd, aber warum? Schlechte Idee. Wie viele XP wir für die kriegen? Das, warum haben wir da so viele XP? Ich gehe mal ganz schnell auf den seiner Position. Da kann nichts passieren, nämlich. So, der eine steht da, der andere geht da hinten. Hey. Oh. Was ist denn? Ich glaube, wirklich holen können wir uns keinen von den beiden. Weil wahrscheinlich immer irgendjemand einen Blick auf den anderen hat. Ich versuch's mal. Was sagt ihr dazu, hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Ja, noch sind die ja ganz ruhig. Also die haben noch nicht wirklich viel mitbekommen. Dabei haben wir schon ein Drittel von denen ausgelöscht. Ich lock den mal darüber. Weil dann ist da nämlich wirklich niemand, der ihn sehen könnte. Außer vielleicht jemand von oben, aber das glaube ich gar nicht, dass da jemand kommt. Hier ist doch was. So. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir bekommen einfach so viele XP, weil wir das Ganze gerade leise machen und uns niemand anderer gehört hat. Bisher. Oh, Rohrbombe. Nett. Okay, der lehnt am Baum. Wo ist der? Ist der direkt da? Tatsache. Hat's ja gemerkt? Nee, die sind wirklich so doof. Das gibt's ja gar nicht. Neun von 15. Wo ist denn der Rest? Bringt dir gar nichts, du Dreckskerl. Noch vier sollen sich hier rumtreiben. Das kannst du mir aber nicht erzählen. Oh. Ah, das stimmt. Der hat einen Helm auf. Scheiße. Okay, warte mal. Schalldämpfer runter. Huch, was liegt denn darum? Das waren alle. Ah, Nummer 15. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, hä? Ja. Nummer 15 sitzt wohl nicht auf dem Motorrad. Das ist dann eher Nummer 16. Ja, ich wette, die haben einen Bunker. Na, gucken wir mal. Ich muss ihn nur finden. Ja, finden wir ihn dann später mal. Ich würde ganz gerne mal gucken, was die sonst noch so alles dabei haben. Bestimmt ganz gute Sachen. Die haben ja ein Riesenlager hier. 15 Leute, die musst du erstmal bewirten alle. Uiuiui, eine Folterkammer haben die ja auch.
direkt neben dem Schlafsack. Eine super Position, um hier zu foltern. Und die anderen schlafen dann im Blut von dem. Na, herzlichen Glückwunsch. Maximum an dem hier. Können wir vielleicht sogar ein bisschen reparieren da oben. 3 Schrott, dann können wir uns den nämlich mitnehmen. So. Da ist nur einer, den wir bekommen. Ja, da hilft euch die Leiche da vorne auch nicht. Die da jetzt rumbaumelt. Denn jetzt haben wir 15 Leichen, die wir da aufknöpfen können. Der nächste Leiche, der nächste Leichenplatz, Folterplatz. Mit Schraubenziehern. Ach du Scheiße. Was sind denn das für Leute? Die foltern Menschen genauso wie sie? Was passiert, wenn sich einer denkt, so, und jetzt foltern wir jemanden aus unserer Clique? Weil aus den 15 auf einmal nur 14 werden, weil sich die denken, so, weißt du, wir machen uns jetzt einen Spaß draus, wir haben schon lange keinen mehr gefoltert, wir nehmen jetzt einfach mal einen aus unserer Vereinigung. Was würden die denn dann sagen? Sicherlich nicht, oh, voll geil, machen wir gleich mal, holen wir den Schraubenzieher schon raus. Diese komischen Typen, fast reingelaufen, diese komischen Typen. So, und den knall ich jetzt auch mal weg hier. Wo ist denn der? Ach, da. Der zieht seine Runden weiter. Der lässt sich da gar nicht irgendwie aus der... Oh, scheiße. Huch, Überlebenshinweis. Zerstörbare Objekte. Sind aneinander gebunden. Cool. Warum sind wir jetzt auf einmal wieder da oben? Ich dachte, wir sind gerade verreckt. Na, das hat ja gut funktioniert. Also, ihr möchtet jetzt ja nicht unbedingt eine Rohrbombe verschwenden. Ja gut, wir nehmen uns halt einen anderen Eingang. Wir gucken sowieso gleich dann nach unten. Da hinten ist nämlich ein Haus auch noch, das ich gerne anschauen möchte. So, wo ist dann noch einer? Da oben ist noch einer. Achso, da kommen wir jetzt nicht hin. Aber hier vielleicht, wenn wir Glück haben. Wir haben aber kein Glück. Okay. So, das Auto können wir nicht looten. Das andere, wenn wir vielleicht Glück haben, das können wir looten. Sehr gut. 2 Leichen sehe ich noch. Da drüben lehnt einer. Und der andere müsste hier neben dem Klo gewesen sein, oder der? So, der Verband nehme ich gern mit. Rohrbombe haben wir schon. Okay. Ach, da ist ja noch jemand. Ah. Endlich mal wen entdeckt, den er abschießen kann. So, dann, Freunde, dann würde ich mal sagen, untersuche den Bunker. Wir werden mal gucken, wo der Bunker sich überhaupt rumtreibt. Wo liegt denn der? Wo liegt denn der? Wo liegt denn der? Wir haben ja immer so einen kleinen Radius auf der Map, man sieht's ja. Warte mal, zuerst würde ich mir gerne den holen. Einer Traktor, finde ich schön. Da oben soll sich der Bunker befinden. Der hat hier echt ein riesiges Lager. Ich glaube, früher war das nur so ein kleiner Zeltplatz. Man sieht ja hier die Toy-Toys, die kleinen Klöchen. Hier die verschiedenen Bänke und so weiter und so fort. Da unten ein riesen Parkplatz, da sind die nächsten Toiletten. Ich glaube, das war früher so ein kleiner, naja, Campingplatz oder ein Wanderertreff. Kann auch sein. Und jetzt eben ein Plündererlager. Jetzt wird ja hier niemand beim Wandern gehen. Das ist ja lebensgefährlich, heutzutage noch wandern zu gehen. Was das da ist, frage ich mich aber schon. Was schwebt denn da? Sieht aus wie eine Kleidung. 2 sogar. Sehr komisch. Ist der vielleicht da drin, der Bunker? Wir sind hier ziemlich mittig, also der müsste hier schon irgendwo sein. Ich weiß aber nicht, ob man das aufschießen kann. Ist jetzt nicht unbedingt ein Schloss. Ich versuch's mal mit einer Rohrbombe. Ja, das hat ja mal überhaupt nicht funktioniert. Scheißdreck. Ja, da drin sehe ich auch nicht viel. Wo könnte der denn noch liegen? Oben drüber vielleicht, aber da kommst du ja nur in den Berg hinein. Das hat ja keinen Sinn.
Ja, hier ist sie. Dann hätten wir uns die Rohbombe sparen können. Super. Saudala. Das sieht richtig aus. War ja gar nicht so versteckt, wie ich gedacht habe ursprünglich. Einen riesen Tresor haben die hier drin. Sehr schön, der wird gleich unser Tresor sein. Aber wir wollen ja keine Waffen wechseln, deswegen egal. Aber noch spannender, die Karte. Notizen? Alles klar. So, mal gucken, was wir da jetzt rausfinden. Dieber und Hinterhaltscamp wäre somit mal weg. Brandbolzen, neues Tutorial freigeschaltet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut mich sehr und das Vertrauen steigt weiter von Iron Mike. Wir sind mittlerweile bei über 11.000 Punkte. 12.500 brauchen wir, also wirklich jetzt knapp vorm Ziel. Hinterhaltscamp Jäger, auch mittlerweile schon über der Hälfte drüber, 57%. Das freut mich sehr. Und ein neues Herstellungsrezept ist auch freigeschaltet, nämlich der Brandbolzen. Nice, nice, nice. Was denn? Hallo? Und Sentium Neurokontrollpunkt. Sentium, hieß doch nicht die Autobahn, wo die alle hergekommen sind, die Freaker. Neuroforschungsanalyse ist die hier. Oder da oben? Neue Forschungsanlage, noch eine. Da haben wir eine Hinweistafel. Dann haben wir denn die da? Und hier haben wir auch eine Hinweistafel mitten im Ort, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist ein bisschen peinlich, jetzt muss ich zugeben. Altes Sägewerk, das hätten wir ja schon geklärt. Tatsächlich eine neue Forschungsanlage hier. Ah, Sentium. Neue Kontrollpunkt. Stelle die Stromversorgung wieder her. Da haben wir es. Da unten, beim Burley Lake, beim infizierten Gebiet. Iron Mike 350, Iron Mike 350, sehr schön, sehr schön, sehr schön, das freut mich sehr. Hier würde ich ganz gerne auch vorbeischauen. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier nach unten, holen uns diese Forschungsanlage und dann fahren wir wieder zurück ins Camp. Dann holen wir uns mal hier die Mission, sprich mit Ricky, dann holen wir uns mal den da oben, den Lynchman. Ach, da wartet so viel auf uns, was wir noch zu tun haben. So, erstmal wieder nach oben. Ein Plündererlager weniger auf der Karte, aber es sind noch einige offen. 57%. Gerade mal über die Hälfte drüber. Das heißt nichts Gutes. Huch. So, die Frage ist, wo ist hier der Ausgang? Da hinten irgendwo steht unser Motorrad. Wir holen das mal und dann fahren wir da nach unten und gucken uns da noch ein bisschen um. Der mit seinem anderen Motorrad müsste hier ja auch durchfahren. Außer der ist vielleicht schon tot. Aber dann würde hier ein Motorrad rumliegen irgendwo. Hm. Schau mal einer an. Höh. Waren wir hier nicht gerade eben? Oh ja, da waren wir ja gerade eben. Wir haben uns das ja alles angeschaut. Aber wir haben das da oben nicht geöffnet. Guck mal. Noch ein bisschen Schrötchen. Sentium Industries. Hier ist alles Sentium. Die Mine heißt Sentium. Hieß nicht die Autobahn auch Sentium? Huiuiuiuiuiui. Hieß nicht die Autobahn auch Sentium, wo die hergekommen sind? Also wo die immer noch herkommen aus Kalifornien? Sieht aus, als wenn der Mund zugenäht wäre. Molotow. Nice. Also die Freaker meine ich. Haben wir da nicht gesagt damals, als wir da mit Iron Mike spazieren gegangen sind? Die Leute kommen von der Sentium Autobahn, vom Sentium Highway? Ich glaube schon. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, also festnageln könnte mich darauf nicht. Warte mal, da unten ist noch eine Leiche. Glaube ich. Ah, Schermauer, sehr gut. So, die zwei da drin können wir uns, glaube ich, nicht holen. Da sind wir ja nicht reingekommen. Ich gucke nur mal ganz kurz, ob wir vielleicht hier auf der anderen Seite noch einen Eingang haben, aber ich glaube nicht. Da werden wir noch nicht reinkommen, vielleicht erst später dann mit Iron Mike. So, warte mal, da drüben das Haus möchte ich mir auch mal anschauen. Was steht denn da? Dearborn Estates, Cabin Renters. Wir sind hier anscheinend wieder in einem Urlaubsgebiet, wie ich es mir gedacht habe. Da kannst du urlauben, da oben ist ein Wanderertreff.
Und jetzt alles umfunktioniert für die Plünderer. So, da mache ich gar nicht auf. Zahlt sich nicht aus. Wir haben allen Schrott mit, den wir mitnehmen können. Dass ich das mal sagen kann, wie lange wir gebraucht haben, um überhaupt Schrott zu finden, dass wir unsere Nahkampfwaffe wiederherstellen. Und jetzt haben wir wieder zu viel. Schöner Kühlschrank. Bisschen Kerosin. Ich nehme alles mit, bis irgendwo steht Maximum. Und dann gucken wir mal, was wir herstellen können. Ziemlich viel Dreck, ziemlich viel Kleidung. Wie auch immer der ganze Dreck hier reingekommen ist. Da muss ja schon wieder irgendjemand hausiert haben hier eigentlich. Sonst könnt ihr mir nicht vorstellen, wie der ganze Dreck hier reinkommt. Schachtel mit Nägeln, sehr schön. Wofür brauchen wir denn eigentlich den Nägel? War das für einen Traktor? Nee, da brauchen wir nur die Alarmanlage. Oder da drüben? Ach, tatsächlich, Schachtel mit Nägeln brauchen wir da für die Annäherungsbombe. Cool. Ich dachte schon. An der Dings kann es ja nicht sein, an der Nahkampfwaffe. Da haben wir ja ein Sägeblatt dranhängen. Sonst nichts mehr. Uiuiui, das sieht mir hier schon wieder sehr gefährlich aus. Das sieht mir schon wieder sehr nach Freakerlager aus. Turn back or die. Wenn ihr wüsstet, ist er ja alle schon tot. Freunde. Die Sprüche, die schreibe ich auch nur einen Grabstein. Kann sich im Grab umdrehen, aber das war's dann auch. So, da ist nichts drin. Auftanken könnten wir hier theoretisch. Praktisch dann wahrscheinlich auch. So, in den Wohnwagen können wir auch nicht schauen, aber das hier können wir mitnehmen. Braucht man immer. Das stimmt. Brandbolzen können wir auch herstellen. Die würde ich mir liebend gerne mal herstellen. 3 Stück. Zedernsetzling brauchen wir dafür. Kerosin, Lappen und Schrott. Brandbolzen. Richtig nice. Ach, da bin ich froh, dass wir das haben. Mit dem können wir wieder richtig viel Spükes anstellen. So, nehmen wir uns hier auch nochmal einen mit. Stellen aber diesmal normale Bolzen her. Und dann looten wir mal einen von den 2 Autos. Oh, das ist ja auch Schrott. 1 aber nur, okay. So, zumindest mal das eine haben wir mitgenommen. Ein anderes Auto hätten wir da noch. Viel später. Schöner Kinderspielplatz hier. Ach, das war bestimmt schön damals. Wir bekommen ja hin und wieder mal so Rückblenden. Okay, Maximum. Gucken wir mal, was wir uns noch herstellen können. Hier nicht mehr wirklich viel. Da oben vielleicht noch irgendwas. Herstellen, 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 herstellen. Leider auch nicht. Wie sieht es hier aus? Rohrbombe, Molotow können wir uns herstellen. Rohrbombe leider nicht. Und von den Fallen haben wir auch schon alles. Also wir sind schon wieder relativ am Maximum. Ja, wir bekommen ja hin und wieder mal eine Rückblende, wie es damals ausgesehen hat. Wir waren ja, wenn wir mit Sarah eine Rückblende haben, sind wir ja immer in der damaligen Zeit unterwegs. Wenn wir uns zurück erinnern, wie schön das damals mit ihr war. Und da ist die Szenerie wirklich ganz, 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 ganz nice. Fest verriegelt. Leider Gottes, da kommt nur die Katze rein und raus. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ich denke mal, wir werden da auch nicht reinkommen. Aber es ist drin alles möbliert. Irgendwo muss es einen Eingang geben. Irgendwo muss es einen Eingang geben. Oh, was haben wir denn da Schönes? Eine Bärentraube, eine leckere. Sehr schön. Da oben vielleicht. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Ah. So kommen wir dahin. Wenn drin nämlich die Möbel drinstehen, also wenn drin alles möbliert ist, dann wissen wir genau, es gibt hier einen Eingang. Und jetzt auch gleich wieder einen Ausgang. Alles klar. Sehr schön. Wenn wir nämlich nicht reinkommen, dann kann man erstens entweder nicht reinschauen oder es steht einfach drin nichts rum. Weil die Entwickler versuchen, Ressourcen zu sparen. Die müssen ja kein Gebäude möblieren, wo man nicht rein kann. Aber nachdem hier Möbel drinstehen, war mir klar, irgendwo hier gibt es einen Eingang. So einfach kann man das rausfinden. Haben wir hier schon geguckt? Ich weiß gar nicht. Die sind alle gleich aus, die Häuser. Da ist nichts drin. Vorne können wir auch nicht rein.
ATM ist hier, und ob wir da noch was abheben können. Gut, wir sind ja nicht unbedingt knapp bei Kasse. Wir haben ja genügend Geld dabei, wenn wir uns mal da unten umschauen. Wo sehen wir denn das? Ich glaube, beim Inventar sehen wir das. Wir haben ja Pünktchen genügend. Wir haben 8.000 hier oben, 18.000 hier, 16.000 da drüben. Also, wir sind nicht knapp bei Kasse. Wir können uns einiges leisten. Selbst wenn es nur Punkte sind und keine Dollar. Ach, ganz viel Büromaterial. Das Klo fein säuberlich und das hier komplett verfault. Naja, so wirklich viel gab es da ja nicht. Vielleicht da ein bisschen mehr Glück? Im Hintergarten? Nee, da haben wir überhaupt kein Glück, da ist gar nichts. Da ist rein gar nichts. Also hier waren wir, da drüben waren wir, ich glaube da hinten waren wir auch schon. Da steht unser Bike. Gucken wir mal ganz kurz, waren wir da hinten, weil sonst gibt es da glaube ich kein Haus mehr. Das sollten dann alle gewesen sein. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir hier öffnen können. Können wir tatsächlich. Und da steht ein bisschen Kerosin drin. Sehr gut. So. Das lassen wir nicht liegen. Ui, da hat's wieder wen auseinandergerissen. Vor Wut. Eieieiei. Also wir knallen ja auch relativ oft Leute um, aber die sind zumindest gleich tot. Die müssen da nicht großartig leiden wie die hier. Ich möchte nicht wissen, wo denen sein Oberkörper rumliegt. Oder wie lange der hier verblutet ist und leiden musste. Wir schießen die tot und gut ist. Wir sind der humane Killer. Oder hier. Guck dir das mal an. Das ist wie wenn ein Panzer drüber gerollt wäre. Und ich weiß nicht, ob das Freaker machen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, diese Leichen hier, weil wenn der Freaker dich umbringt, dann wirst du ja selber zu einem Freaker. Da müssen ja diese, das sieht wirklich, guck mal, wie wenn man darüber gefahren wäre. Ich glaube, diese Leichen hier, die sind menschengemacht. Schönen Kühlschrank, der gefällt mir sehr gut. Ich habe leider keinen zweitürigen Kühlschrank, ich habe nur einen eintürigen, aber der ist auch sehr cool. Ich glaube, da kann man sogar Eiswürfel machen. Ah, funktioniert nur nicht mehr. Wer sollte da Strom liefern? Okay, da oben ist leider auch nichts. Immerhin eine Bierflasche haben wir. Dann können wir sie an Molotow herstellen. So, und ich glaube, das war es dann auch in diesem Gebiet hier. Wo sind wir denn da? Nur mal ganz kurz auf der Map checken. Wir haben 4 Häuser. 1, 2, 3, 4. Die haben wir alle abgeklärt. Da oben wäre das Lager von denen gewesen. Das Plündererlager. Hier haben wir dann die Nivo-Forschungsanlage. Und ich würde sagen, die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Das heißt, zurück zu unserem Bike. Markierung setzen brauchen wir gar nicht. Sehen wir eng auf der Map. Und dann hier nach oben. Zur Nivo-Forschungsanlage. Die holen wir uns. Und nachdem wir hier fertig sind, geht's wieder zurück zum Lost Lake mit uns. Wir haben da eine Hinweistafel. Keine Ahnung, wer die dahin platziert hat, dass ich die noch nicht gesehen habe. Wie oft und wie lange wir uns hier schon umgeschaut haben im Camp. Und dann steht da eine Hinweistafel, die wir noch nicht gesehen haben. Aber wir kommen gar nicht wegen der Hinweistafel hin, sondern wegen Ricky. Die hat nämlich eine neue Mission für uns und wir sollen uns hier oben um den Lynchman kümmern. Der steht da und, weiß nicht, Kopfgeldjäger und sorgt für Unruhen. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wir da machen können. 700 Punktchen oben fürs Vertrauen oben drauf. Finde ich gut. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht hier bei Let's Play Days Gone. Bis dahin. Tschüss.